Ja, herzlich willkommen am Sonntagnachmittag des 17. Chemnitzer Linux-Tafel. Also nach den nächsten 4 Stunden ist dann unsere diesjährige Veranstaltung auch schon wieder vorbei. Aber wir werden uns jetzt nochmal schön mit Security beschäftigen. Hören in den nächsten 4 Stunden Vorträge zur Secure Shell, zu Webserver, zum Tor-Server und zu verschlüsselter Telefonie. Und den Anfang macht Cornelius Köbel mit deinem Vortrag zum Thema Schlüsselverwaltung für SSH. Bitteschön. Ja, danke. Vielen Dank. Das war eigentlich mein Eingangssatz, dass ich hier was zu SSH Key Management erzählen will. Da kriege ich das gleich angestrichen als Wiederholungsfehler. Ja, schön, dass ihr alle gekommen seid. Es ist ja auch irgendwie ein schwieriger Timeslot, irgendwie 14 Uhr nach dem Mittagessen, irgendwie die ganze Blut ist irgendwo anders hingesackt und vor allem Überfluss auch noch der zweite Tag. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wie fit ihr das seid, aber ich versuche da mal irgendwie so das Beste draus zu machen. Und ich bin da ganz offen, also ich akzeptiere auch irgendwo unqualifizierte Zwischenfragen irgendwie und versuche auch daraus dann das Beste zu machen. Aber jetzt habe ich erstmal eine Frage. SSH, Key Management irgendwie. Wer hat denn alles schon mal SSH benutzt? Sehr gut, das war jetzt der Test, ob alle wach sind. Und wer hat SSH nicht nur mit sicheren Passwörtern benutzt, sondern auch mit SSH-Keys? Ja, das ist ja fast auch die gleiche Anzahl. Und wer hat sich schon mal gefragt, wo eigentlich seine SSH-Keys liegen? Okay, ja. Und die viel entscheidende Frage ist aber welche? Wer hat sich gefragt, wo die SSH-Keys seiner Kollegen liegen? Ja, korrekt. Also das... Genau, das ist halt irgendwie so der sprechende Punkt. Irgendwie, wo liegen die SSH-Keys meiner Kollegen? Ich meine, solange es noch meine Kollegen sind, ist das vielleicht nicht so relevant. Aber wenn es irgendwann mal nicht mehr meine Kollegen sind, gewinnt die Frage natürlich an Brisanz. Naja, so, wer hat denn schon mal was mit Privacy Idea gemacht? Genau, das ist quasi die Umkehrmenge von gerade eben irgendwie. Habe ich mir gedacht, Privacy Idea ist ein System ursprünglich zur Verwaltung von Einmalpasswörtern. Wer hat denn schon mal was mit Einmalpasswörtern gemacht? Sehr gut, Hände oben lassen bitte. Und wer kann erklären mal einfach so, wie prinzipiell so ein Einmalpasswort funktioniert? Doch, da oben ein Freiwilliger. Wie? Ich wiederhole das kurz. Ganz kurz gefasst ist es wie eine PAM, einmal eingegeben und dann ist es verbraucht. Dann ist es verbraucht. Okay, das akzeptiere ich erstmal jetzt rudimentär. Dafür gibt es schon mal eine kleine Anerkennung. Ich muss sie mal versuchen, hier so quer durchzuwerfen. So. Okay. Da sind also so Post-it-Zettel drin, das ist ganz praktisch, die kann man abreißen, kann man sich auf die Stirn kleben, kann man diese Wer-bin-ich-Spiele irgendwie spielen. Prinzipiell kann das vielleicht noch jemand detaillierter erklären, so irgendwie wie das so technisch so ein bisschen. Ah, ja? Ich könnte versuchen, das Ganze mit dem Lambert-Hash zu erklären. Mit Member-Cache? Mit dem Lambert-Hash, im ESCII oder OTP-System, damit habe ich mich mal beschäftigt. Ach, ESCII. Nicht gut? Ja, das stimmt. Das ist, ach so, ja, ich hätte, also das ist so ein bisschen, das ist ja RFC irgendwie noch in den 2er-Nummern, das ist ja noch 2000 irgendwas. Das ist ja. Kann sein, ich habe das in 90er Jahren mal benutzt. Das war ja in meinem Hause üblich. Das, das stimmt, so, im Prinzip, diese ESCII-Einmalpasswörter, die gibt es auch. Ja. Das muss ich trotzdem irgendwie honorieren. Das ist ja super irgendwie. Ich meine, das ist so ein bisschen geschichtlicher Aspekt. Vielen herzlichen Dank. Also die, da ging es natürlich vor allem irgendwo um die Verhinderung von Replay-Attacken irgendwie. Und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt, weil
eigentlich diese Einmalpasswörter dann, die Idee dahinter war halt zu sagen, okay, ich, bevor ich den Satz vollende, will jemand anderes, ich erzeuge ein Einmalpasswort aus einem geheimen Schlüssel, den halt ein Gerät kennt. Und wenn ich halt in einem Backend-System überprüfen kann, ob das richtige Einmalpasswort bei der Authentisierung mitgeliefert wird, kann ich also natürlich logisch darauf Rückschlüsse ziehen, nämlich den entscheidenden Rückschluss. Wenn der User mir das richtige Einmalpasswort generiert, muss er im Besitz dieses Gerätes sein. Also, denn im Endeffekt geht es hier um Zwei-Faktor-Authentisierung. Das heißt, ich will mich mit irgendetwas anmelden, was halt nicht nur mein immer schwächer werdendes Passwort irgendwo ist, sondern was halt ein zusätzlicher Faktor ist, halt da der Faktor Besitz. Gut, jetzt haben wir ein bisschen so diesen geschichtlichen Aspekt schon eingeleitet. Jetzt wollte ich mal einfach weiter gucken. Wir haben hier den Harrison Ford. Zuerst mal die einfache Frage. Das ist welcher Film? Blade Runner ist korrekt. Aber jetzt die schwierige Frage. Ich komme schon mal hoch. Jetzt die schwierige Frage. Rick Deckard fährt also nach Hause, steigt eines Abends in den Aufzug, um irgendwo in sein Apartment gehen zu wollen. Wie kommt er denn in den, ich weiß nicht, 12. Stock seines Apartments? Wer war das hier? Blade Runner. Er steht im Aufzug und der Aufzug will ihn natürlich irgendwie in seinen... Okay, Blade Runner. Hier. Der Aufzug will ihn in sein Apartment fahren und also Deckard steigt halt ein und sagt halt irgendwie Deckard, Rick. Also der Aufzug, ganz schlau, macht Stimmerkennung. So, prima Sache, weil ich meine, Rick Deckard hätte auch ein Passwort in den Aufzug eingeben können, das ist natürlich voll gaga, aber Hollywood hat sich quasi damals gedacht, nee, hier Stimmerkennung ist viel cooler, der fährt mit Stimmerkennung in sein Apartment. Wann hat sich Hollywood das gedacht? Ich habe nicht so viele Folien, ich habe ein bisschen Zeit. Okay, das war 1982, kam Blade Runner irgendwie raus. Ja, 82 war ein sehr kreatives Jahr, die haben sich vielleicht auch schon abgesprochen, denn 82 war auch dieser Herr irgendwie unterwegs in unendlichen Weiten. Und zwar war er, das war irgendwie diese Story, wo quasi seine war das ehemalige Frau und sein Sohn da irgendwie auf diesem Planeten rumlaufen und hier irgendwie so Terraforming machen. Und es waren ja total geheime Sachen. Weiß jemand, wie dieses Projekt hieß? Genau, ich glaube, da in der Gegend war die erste Antwort, ja? Ja. So, aber zurück zum Thema. Das Projekt war also das Genesis-Projekt. Und also ich bin der Meinung, er war da schon Admiral. Da sitzt er also quasi vor seinem Computer und will also seinen Kollegen irgendwie zeigen, was da so hintersteckt hinter dem Genesis-Projekt. Und wie erlangt also James T. Kirk Zugriff auf die Genesis-Daten? Ah, ja, wie? Ich wiederhole mal, Retina-Scan ist 100% korrekt. Ja, vielen herzlichen Dank. So, Retina-Scan. Also irgendwie müssen diese ganzen biometrischen Verfahren total hip gewesen sein, 1982. Aber nicht hip genug, denn nach diesen sehr prominenten Beispielen kommt ein anderweitig prominentes Beispiel. Und zwar RSA bringt seine Secure-IDs irgendwie raus. Das war wann? Okay, das ist auch völlig irrelevant. Es ist nur viel relevanter zu wissen, warum man die nicht verwenden möchte. Das war 1986. Hat also RSA 4 Jahre später dann nicht mit tatsächlich irgendwelchen biometrischen Verfahren irgendwie nachgelegt, sondern mit dem Besitz eines solchen Einmal-Passwort-Tokens, bei dem natürlich wir alle nicht offiziell sagen können, wie der eigentlich tatsächlich funktioniert, weil der einen proprietären Algorithmus verwendet. Aber hier im Prinzip so diese Idee, ich muss dieses Gerät mitbringen als Besitz, um mich irgendwo authentisieren zu können. Ja, dann gibt es
nettere Vertreter, teilweise, um irgendwo zu sagen, hier, ich bin derjenige, der ich bin, verschiedene Besitztümer. Es gibt hier klassisch die Smartcard. Smartcard ist bekannt, Zertifikat, asymmetrische Keys drauf. Die anderen Dinge hier sind Einmalpasswort-Token. Das ist halt der interessante Unterschied. Einmalpasswort-Token macht immer symmetrische Schlüssel. Aufgrund der Tatsache, dass ich halt irgendwie eine Nummer haben möchte, die ich abtippen können muss, kommt in einem Einmalpasswort-Algorithmus halt irgendwann immer ein Hash zum Tragen. Das heißt, ich mache da irgendwie langes Zahlen-Voodoo, irgendwann, zack, kommt ein Hash und ich mache ein Truncating. Ich schnippel das irgendwann zurecht. Und mit asymmetrischen Verfahren komme ich halt, wenn ich gehasht habe und irgendwie was abgeschnitten habe, nicht mehr zum Ursprung zurück. Ja, dann gibt es ja auch hier diese langen Pläne hier mit diesem unserem NPA, den man im Prinzip ja von der Idee her auch irgendwie als zweiten Faktor einsetzen kann, um sich bei Online-Einkäufen irgendwie anzumelden, zu machen und zu tun. Aber das Interessante ist halt, was habe ich eigentlich für einen Anspruch an meine zweiten Faktor, wenn ich mich tatsächlich irgendwo authentisieren möchte, wenn ich mich irgendwo ausweisen möchte. Ja? Dann habe ich einmal den Anspruch, ich will ein eindeutiges Merkmal haben, was möglichst nicht kompromittierbar ist. Und ein eindeutiges Merkmal, wenn ich natürlich so ein Gerät irgendwo mit mir rumschleppe, ist halt irgendwie dieser Schlüssel, der sich irgendwie auf diesem Gerät befindet. Und da habe ich jetzt mal das so ein bisschen unterteilt in verschiedene Aspekte. Es gibt hier im Prinzip Software-Implementationen, die als Software-Implementationen oder Hardware, und es gibt pre-seeded oder seedbare Geräte. Das nenne ich das, was zum Beispiel, das nenne ich diesen Gemalto-Effekt. Das heißt, pre-seeded Geräte, hier diese ganz klassischen OTP-Token, werden halt von einem Hersteller wie RSA oder Gemalto oder wer sonst in den nächsten Jahren irgendwie in der Presse erscheint, in der Fabrik mit einem geheimen Schlüssel initialisiert und kommen dann in einem abgeschlossenen Gehäuse zu mir. So, dann habe ich natürlich es schön, ich habe in einer Hardware meinen geheimen Schlüssel und kann sagen, oh, es ist doch in Hardware, ist super, aber ich weiß halt nicht, was vorher mit dem geheimen Schlüssel passiert ist. Den gleichen Fall von Preceded-Problem hat man natürlich, wenn, Entschuldigung, ich hole lange aus, wir kommen aber noch zu SSH. Das gleiche Preceded-Problem habe ich halt irgendwie, wenn ich an den NPA denke oder wenn ich an meine, wer ist hier Datev-Nutzer? Ist okay. Also ich gestehe es offen, ich oute mich, ich bin Datev-Nutzer, also irgendwie ich habe halt irgendwie so ein kleines eigenes Unternehmen und da muss man halt irgendwie so Zeug machen und dann gibt es halt irgendwie so ein Online-Portal so von der Datev. Ja? Und dann kriegt man natürlich auch High Secure seine Smartcard. Genau wie wenn ich High Secure meinen NPA bekommen würde. Moment. Sieht jemand das Problem? Ja? Ach, Sie haben schon eins. Aber Sie sehen das Problem. Also das Problem ist natürlich, ich kriege von der Bundesdruckerei oder von der Datev, kriege ich diesen, oh, touché, oh, oh. Ach, deswegen waren plötzlich alle so still. Ich kriege also von der Datev oder von der Bundesdruckerei einen Ausweis mit einem X509-Zertifikat drauf, mit einem privaten Schlüssel. So, das Problem ist natürlich bei den Smartcards, ich kann einen privaten Schlüssel oder das Schlüsselpaar auf der Smartcard erzeugen, ich kann aber genauso gut auch ein Schlüsselpaar auf die Smartcard importieren. Und es sagt mir also keiner, ob nun quasi das Schlüsselpaar oder vor allem der private Schlüssel, ich muss jetzt öfter mal gucken, ob der private Schlüssel auf meinem NPA tatsächlich auf dem NPA erzeugt worden ist oder
ob die Bundesdruckerei oder DATEV oder wer auch immer, ganz praktisch wie Gmalto halt noch ein Backup von dem privaten Schlüsselmaterial hat. Deswegen fällt das da oben auch in den Preceded-Bereich rein. Nicht so doll. Smartphone-Apps, bestimmt kennt jemand Google Authenticator oder FreeOTP oder so, kennen wir alle. Smartphone-Apps, coole Sache, kann ich selber initialisieren. Das heißt, das ist mein eigenes Schlüsselmaterial. Doofe Sache, das ist halt in Software, ist irgendwie kompromittierbar. Und das Schöne ist halt, wenn ich Hardware habe hier unten in der Ecke, die ich selber irgendwie initialisieren kann. Das einfach nochmal zur Rekapitulation, wie das mit dem Besitz als zweiten Faktor ist. Besitz als zweiter Faktor, dass es unterschiedliche Gütestufen des Besitzes gibt. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Das war vorhin ja schon zu sehen, gell? Haben schon alle erkannt, was das ist? Also meine Frau hat ein bisschen gebraucht. Ich musste auch erst mal gucken, ich hatte da so einen, wie viele Beine sind da zu sehen? Da oben 4, das ist die falsche Antwort, aber ist vielleicht ein Ding an. Es sind also tatsächlich 2 Beine, das hier an der Seite sind Arme. Und ich habe also Beine gesucht, weil ich halt noch mal kurz auf das Thema Biometrie reinkommen wollte, also eigentlich eines meiner Lieblingsthemen, weil es ja dann auch immer so rumgeistert und wie wir uns an Anfang erinnern, 1982 haben wir das ja im Prinzip von Hollywood auch irgendwie angepriesen bekommen, ey, heißer Scheiß, Retina-Scan irgendwie, Terraforming, jetzt auch in sicher, ja, aber das Problem mit der Biometrie ist halt, mit den Beinen, ich war irgendwann mal beim Fraunhofer auf so einer Tagung und da haben die so alle möglichen coolen Forschungssachen erzählt und das Coolste fand ich einfach die Gait Recognition, also im Prinzip der Beschleunigungssensor in meinem Handy überprüft also, wie ich hier in der Gegend rumlaufe und erkennt, dass ich es bin, der hier läuft. Und das Problem mit diesen Faktoren, ob es nun Retina-Scan ist, Stimmerkennung oder wie auch immer ist, dass die angeblich so gut funktionieren und halt auch meine Stimme erkennen, wenn ich irgendwie getrunken habe, heiser bin oder irgendwie in der Gegend rumlaufe, wenn ich getrunken habe oder so. Ja. Das Problem ist natürlich, dass ich diese Faktoren nicht widerrufen kann. Das heißt, ich kann versuchen, mir irgendwann anzugewöhnen, anders lang zu laufen, aber ich kann mich also mit meinem Langlaufen nicht nur an meinem Smartphone anmelden, sondern, wir wissen es ja alle, ich kann im Prinzip auch, wenn ich da langlaufe, irgendwie anders identifiziert werden. So. Ich mache das Bild weiter, okay? Gut. So. Ich gehe jetzt rückwärts vor. Ich will mal kurz reparieren. Es gab zwei Themen im Titel, irgendwie SSH und Privacy Idea. Ich hatte gesagt, Privacy Idea ist klassischerweise ein System für Einmalpassworte zur Zwei-Faktor-Authentisierung. Es waren nicht so viele Hände oben irgendwie, als ich danach gefragt hatte, deswegen will ich noch mal kurz darüber berichten. Es tut mir echt leid, das ist so ein geiler Präsenter, der auch noch so eine Maus hat. Ich weiß nicht, wie man den abschaltet, aber deswegen ist der Beschleunigungssensor da immer ein bisschen verwirrend drin. Unten gibt es eine Datenbankschicht, da werden im Prinzip Token-Informationen drin gespeichert. Wem kommt das bekannt vor? Ja, du willst ja nur so ein Ding. unten ist eine Datenbankschicht, das heißt, das kann ich auch irgendwie, ach jetzt weiß ich drücke hier unten immer drauf, da kann ich auch die Datenbank redundant aufbauen. Das Ganze ist eine Python-Applikation, wo ich in Bibliotheken verschiedene Benutzer anbinden kann und verschiedene Token-Typen. Deswegen so diese ausführliche Beschreibung zu diesen zwei Faktoren. Dann habe ich da eine Flask-Web-Applikation, die mir eine REST-API bereitstellt. Und das Ganze kann ich dann halt als WSGI-Skript in einen beliebigen Webserver laufen lassen. Und auf dieser Schicht quasi, wenn ich hier meine Webserver-Schicht habe ich halt auch
die Möglichkeit, da Authentisierungsrequests gegenzuschmeißen. Ich kann da Applikationen anbinden oder ich kann es auf dieser Schicht auch administrieren per Web-Request, per REST-Request oder ich kann hier eine Web-UI nehmen. So. Das Ganze bindet man klassischerweise dann irgendwo so ein, dass man halt, man hat hier irgendwo dieses System rumstehen, das Privacy-ID, was halt klassischerweise Zwei-Faktor-Authentisierung mit OTP-Token macht. Von irgendwoher ziehe ich mir die Benutzer und dann habe ich hier halt irgendwie lokale Authentisierung, ich habe Authentisierung am Portal, ich habe irgendwie zentrale Verwaltung für irgendwie meine Serverfarm, ich habe egal was auch immer oder ich habe halt eine Firewall. Also, ups. So. Und das heißt, die Idee dabei ist, ich setze halt irgendwie ein System zur zentralen Verwaltung meiner Identitäten beziehungsweise zur zentralen Verwaltung meiner meine Authentisierungsobjekte, allgemein gesprochen, setze ich in mein Netzwerk und kann dann beliebige Applikationen drumherum anbinden. Das war so der Status quo. Und dann war halt irgendwann mal die Fragestellung, es gibt ja irgendwie auch noch andere Möglichkeiten, sich zu authentisieren. Die reine Authentisierung über OTP-Devices ist halt recht beschränkt. Es ist toll, wir haben gesehen in dieser Matrix, hey, wenn ich Hardware nehme, die seedbar ist, dann bin ich auch verhältnismäßig sicher, kann ich mich super anmelden. Aber die Realität sieht ja vielleicht oftmals ein bisschen anders aus. Und deswegen kam halt dann die Idee nach einem erweiterten Konzept. Das sieht dann so aus. Ich kann jetzt im Privacy ID Maschinenquellen anbinden. Zum Beispiel, Stand heute sind es ganz einfache Maschinenquellen, sowas wie, wem fällt die einfachste Maschinenquelle ein? Also so, wo Geräte drinstehen. So. Ganz einfach. Ganz einfach. Wie bitte? Also wo, genau, das wollte ich hören. Im Prinzip einfachste Maschinenquelle, etc-host, ist das nicht, einfache Maschinenquelle, etc-host, das heißt, da kann ich, steht es da irgendwo? Nein. Ups, Entschuldigung. Ach. Das heißt, die Idee hier ist, ich suche mir einfach existierende Orte, wo meine Computer definiert sind. Als nächstes habe ich die Möglichkeit, Applikationstypen zu definieren. Vielleicht erinnert sich jemand an letztes Jahr. So, also da gibt es die Idee, das Ganze mit hier mit LUKS zu kombinieren. Das heißt, ich gehe hin, hole mir meine Maschinen, meine Computerinformationen und sage dann, hallo, dieser Token, dieses Authentisierungsobjekt, allgemein gesprochen, ist berechtigt, auf dieser Maschine diese Applikation zu bedienen. Das soll hier dieses Dreieck hier unten symbolisieren. Das heißt, ich habe hier einen Computer und baue im Prinzip ein Tuppel auf aus einer Maschine, aus einem Applikationstypen und aus einem Authentisierungsobjekt, aus einem Authentisierungsdevice. So. Und was jetzt im Prinzip neu ist, ist der Applikationstyp SSH. Das heißt, ich gehe hin und sage, hier, ich habe in meinem Privacy ID, wo ich alle meine Authentisierungsdevices verwalte, habe ich ein Authentisierungsdevice und dieses ordne ich zusammen mit dem Applikationstyp SSH meinen Maschinen zu. Das Ganze sieht dann so aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Also ich bin jetzt inzwischen auch ein bisschen geblendet. Könnte auch ein bisschen klein sein. Ich habe hier meine Maschinen aufgelistet, die ich irgendwo gefunden habe. Jetzt gucken wir uns das einfach doch mal kurz an. Ich brauche einen Browser, ne?
Jetzt sehe ich nichts mehr. Das heißt, ich melde mich irgendwie an dem Management-Interface an, um gleich alle Beteiligten... Nee. Kommt doch einfach alle mal rum. Ja. Ich... 7, wo ist denn? Ich mach das mal so. So. Ich melde mich hier an dem System an und um gleich alle älteren Gemüter irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen, ja, ich melde mich hier mit einem statischen Passwort an, aber natürlich ist es auch möglich, sich mit 2 Faktoren gegen das System zu authentisieren. Das habe ich jetzt der Einfachheit. Wie bitte? Größer? Natürlich. So, ja. So, da melde ich mich an. Und dann kann ich im Prinzip definieren, wo meine Maschinen liegen. Und habe hier ganz einfach meine einfachste Connector zur Maschine definiert. Das ist quasi meine lokale etc-host. Ich kann natürlich auch sagen, hey, ich habe aber Maschinen, die irgendwo in einem LDAP-Verzeichnis liegen oder wo auch immer. Genauso ist denkbar, das zu erweitern, zu sagen, hier, ich habe irgendwie einen Chef oder was auch immer für ein System, wo einfach meine Maschinen verwaltet sind, um die dort rauszuholen. Genau. Dann sehe ich also, was ich für Maschinen da definiert habe. Und nein, ich habe die Maschinen ja gar nicht definiert. Also was für Maschinen in dieser etc-host stehen und was diese Maschinen dann so für Details irgendwo mitbringen. Mal kurz gucken. Wo war ich denn? Ja. So. Diese... Vielleicht kurz noch. Und dieser Maschine kann ich also, wie vorhin gezeigt und versprochen, hier verschiedene Applikationstypen zuordnen. Und einem gewissen Token. Das heißt also hier SSH, dieser Token, man sieht, dieser Token ist ein Typ vom SSH-Key, dieser Token ist in der Lage, die Applikation SSH auf dieser Maschine zu bedienen. Jetzt bin ich ausgeloggt, aber wir sind jetzt auch gerade fertig. Das heißt, jeder Applikationstyp definiert auch für sich, was er eigentlich machen will. Ja? Das Einfache, das ist eine Python-Klasse. Das heißt, ich kann auch irgendwann hingehen und neue Python-Klassen schreiben, die halt mir solche Applikationen auf diesen entfernten Maschinen bereitstellen. Das Einfachste ist, der sagt einfach, okay, ich bin jetzt eine Applikation vom Typ LUKS oder vom Typ SSH, was brauche ich eigentlich für zusätzliche Informationen? Ich habe die Informationen hier, das ist die Maschine, das ist der Token und ich bin eine SSH-Applikation. Aber was brauche ich als Applikation für zusätzliche Informationen? Im Falle von SSH ist das beispielsweise der Username, weil natürlich auf irgendeinem entfernten SSH-Server, wo ich mich anmelde, vielleicht sogar ganz andere User existieren. Im Falle von LUKS ist es die Partition, die verschlüsselt ist, oder ist es der Slot? Interessanter ist jetzt hier im Prinzip diese Funktion, die im Prinzip sagt, hey, ich bin, hier ist eine Maschine mit dieser Identität und was soll denn jetzt, was brauche ich für Informationen? Klar, wenn ich mich mit einem Authentisierungsobjekt, kurz gesprochen Token, an einem LUKS anmelden möchte, brauche ich vielleicht andere Informationen, als wenn ich mich mit einem Authentisierungsobjekt, Token, an einem SSH-Server anmelden möchte. Das heißt, jeder Applikationstyp muss für sich irgendwo sagen, okay, was für Informationen muss ich rausgeben?
Woraus es hinausläuft, ist das Folgende. Die Maschine, für die diese Information bestimmt ist, fragt irgendwann bei dem Privacy Idea Server an, hey, was hast du denn für Informationen für mich? Das heißt, wenn eine Maschine sagt, auf mir läuft LOKS, ich bin verschlüsselt, ich frage mal den Privacy Idea Server, was hast du denn für Informationen für mich? Müssen im Zweifelfall andere Informationen zurückkommen, als wenn die Maschine sagt, hey, ich bin ein SSH-Server, ich frage mal beim Privacy Idea Server an, was es für Informationen für mich gibt, dann müssen im Zweifelfall andere Informationen zurückkommen. Und das wird definiert in diesem Modul durch eine entsprechende Funktion. So, da war ich. So, wie läuft das nun quasi im Fall von SSH konkret ab? Wir haben kurz reingeguckt, ich muss erstmal einen Maschinenresolver definieren, das heißt, ich muss irgendwo dem System sagen, hey, wo sind eigentlich meine Computer definiert? Dann muss ich einen Token-Typus ausrollen, den gibt es jetzt neu in diesem System, das ist ein SSH-Key, das heißt, plump gesprochen ist es der Public Key eines SSH-Schlüsselpaars und dann muss ich halt diese Verknüpfung herstellen. Dann habe ich eigentlich meine Schuldigkeit auf dem Privacy Idea Server getan und kann da erstmal die Hände in den Schoß legen und dann muss ich mich halt zu den SSH-Servern begeben und sagen, okay, und jetzt muss ich die halt anfassen. Auf den SSH-Servern gibt es, oder der SSH-Daemon hat einen wenig bekannten Konfigurationsparameter, der da heißt Authorized Keys Command. Wer kannte schon vor einer Woche den Konfigurationsparameter Authorized Keys Command? Sehr gut, sehr gut. So, und jetzt muss ich mal fragen, wer kennt zufällig noch irgendwie den dazugehörigen Konfigurationsparameter? Ja. Okay, also der Authorized Keys Command ist, wer war das da oben? Also, jetzt ist das Mikrofon nicht da, dann sage ich halt kurz, was da so passiert. Der Authorized Keys Command ist eine ganz praktische Sache. Man wundert sich, dass es tatsächlich irgendwie so eine Funktionalität standardmäßig im SSH-Daemon drin gibt. Und zwar, was der macht, ist halt, ich gucke nicht in der Authorized Keys des Users im Home-Verzeichnis nach, was da für Public Keys sind, sondern ich führe einfach einen Befehl aus und mit dem einzigen Parameter des Usernamens, der sich da gerade anmelden möchte, und erwarte einfach zurück textmäßig eine Zeile Public Key pro Zeile. Das heißt, in dem Fall wird auch nicht werden die Public Keys auch nicht irgendwo abgelegt, sondern die werden tatsächlich in time, so JIT-mäßig irgendwie von diesem Kommando angefordert. Da gucken wir uns das doch einfach mal an. So, cool, wer findet das cool? Ich fand das cool, okay. So, irgendwo sind wir. Maschinenresolver anlegen, okay. So, also einen Maschinenresolver hatten wir, glaube ich, schon angelegt. Wir haben Maschinen. Ich nehme mal hier diese Maschine. Puckel, das ist so mein lokaler Computer hier. Gut. Und gehen jetzt einfach mal hin und sagen, gucken einfach mal, ob das funktioniert. Ach so, ich habe hier ein kleines Problem, aber das ist okay. So. Wir machen das einfach anders. Ich habe da mal was vorbereitet, gell? Also ich habe hier einen SSH-Key, der im Prinzip dieser Maschine zugeordnet ist, mit dem User Cornelius. Ich kann im Prinzip die Optionen auch anpassen. Dieses Kommando ist im Prinzip etwas, was mit dem Privacy ID mitkommt. Das kann ich jetzt irgendwie ausführen.
und mal schauen, was passiert. Und ich sehe also, dass der, dass mir dieses Kommando einen SSH-Key hier zurückliefert. Dieser SSH-Key ist gucken wir uns nochmal den Buckel an. Dieser SSH-Key ist tatsächlich im Prinzip der SSH-Key, den ich vorher schon mal importiert hatte. Gut, das heißt, wir haben jetzt erstmal gesehen, dass mir, ich kann ja viele erzählen, ja, vor allem dieser Mensch glaubt mir da nichts. Wir haben jetzt erstmal gesehen, dass mir dieses Kommando hier mit dem Parameter Cornelius irgendwie diesen SSH-Key hier zurückliefert. Ja, das ist ja vielleicht noch nicht so, aber ist egal. So, jetzt gucke ich mal, jetzt müsste ich mal schauen, ob auf dieser lokalen Maschine wer hier überhaupt rein darf. Wir sehen, dass ich irgendwie mal Dirwisch benutzt habe, aber wir sehen auch, dass in der Authorized Keys dieses Benutzers dieser SSH-Key tatsächlich nicht drin liegt. Ja? So, also hier, das ist irgendwie ein anderer SSH-Key als der da unten. Jetzt schaue ich mal, was passiert irgendwie. Natürlich. Dachte ich. Ja, das hier. So. Besser so schon? Also die Keys sind immer noch nicht gleich. So. Und wie man sieht, habe ich mich hier mit einem SSH-Key, neu eingeloggt auf das System. Ja? Ich meine, das kann ja jetzt jeder behaupten, gell? Irgendwie. Oder gibt es da irgendwelche Kritikpunkte dran? Oh, okay. Gut. Aber ich weiß ja jetzt auch nicht so genau, wo dieser SSH-Key überall rumliegt. Und das heißt also, wie unterbinde ich wieder, dass dieser Mensch sich da irgendwie anmeldet? Im Endeffekt ist das, wenn ich mich richtig erinnere, ganz einfach. Und zwar mache ich das wie folgt. Ich finde irgendwie diesen SSH-Key, das ist hier, der vom Cornelius, und sage einfach mal, dass ich ein Mensch bin, der nicht gerne scrollt. Nur weil ich es mache, heißt es nicht, dass ich es gerne mache. Gell? Ich drücke mal auf diesen Knopf Disable hier. So, das heißt, wenn ich mir jetzt hier diese ganzen Token, sprich Authentisierungsobjekte anschaue, sehe ich halt, dass dieser besagte SSH-Key, wo man sich vielleicht auch hier die Description gemerkt hat, dass dieser besagte SSH-Key disabled ist. So. Und wenn ich jetzt versuche, mich quasi auf dem System Puckel anzumelden, dann habe ich Glück und alles funktioniert und ich werde nach dem Passwort gefragt. Weil halt im Hintergrund wieder dieser Befehl losgelaufen ist hier, Authorized Keys, der beim Privacy ID anfragt und sagt, hey, was hast du denn für mich, für meine Maschine, für Informationen, für den Benutzer Cornelius? Und da sagt das Privacy ID, er guckt halt in seiner Datenbank nach und sagt, ja, boah, es gibt jetzt zwar einen SSH-Key, hey, aber der ist disabled, nee, den liefere ich nicht mehr aus. Das Schöne ist jetzt natürlich, wenn ich irgendwie nicht nur eine Maschine hier habe, sondern natürlich eine ganze Serverfarm, kann ich zentral an der einen Stelle den SSH-Key disablen, löschen oder was auch immer machen und kann somit im Prinzip unterbinden, dass sich der Benutzer in Zukunft da irgendwo anmeldet. Mit einem Klick. Wer hatte schon mal das Problem irgendwie,
ja, SSH-Keys, also Authorized Keys, irgendwie durchsuchen zu müssen und SSH-Keys da zu managen. Und hat das Spaß gemacht? Ja, das fällt so etwa in die Kategorie Scrollen, gell? Also das ist eigentlich was, was man nicht machen möchte. Und deswegen halt die Idee, einfach zu sagen, hier, ich habe hier ein System, was, wie gesagt, klassischerweise aus der Ecke mit den Einmalpasswörtern kommt, aber was prinzipiell dazu geeignet ist, verschiedenste Authentisierungsinformationen zu verwalten. Sodass ich hier auch sagen kann, hey, wenn ich beispielsweise sowieso Zwei-Faktor-Authentisierung mache oder machen möchte, kann ich auch meine SSH-Keys dort verwalten und auf leichte Art und Weise die Regeln definieren, mit welchem SSH-Keys welcher Benutzer irgendwo die Maschinen betreten darf. Jetzt habe ich natürlich kurz noch unterschlagen, wie dieser SSH-Key im Prinzip da ins System reinkommt. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was das ist ja alles hier. So, im Endeffekt ist das verhältnismäßig simpel. Dieses Interface, dieses Web-Interface kann sowohl von einem Administrator als auch von einem Benutzer besucht werden. Und man hat hier dann einen schönen Knopf, der heißt Enroll Token. Dort sucht man sich einen Token-Typus aus, hier SSH-Key, und schmeißt seinen Public SSH-Key da rein. Also quasi so. Das heißt, ich nehme einfach meinen SSH-Key, meinen bestehenden oder welchen auch immer, und melde mich da an. Ja, ja, ja. Das ist sicher. Wo waren wir denn? SSH-Key. Hau den da rein, krieg die Description praktischerweise gleich ausgefüllt und sag ab dafür und hab hier diesen neuen SSH-Key im System. Das kann sowohl ein Administrator machen, das kann der User auch selber machen. Und dann kann ich halt diesen Key nehmen, um den Maschinen, auf deren berechtigt ist, zuzuweisen. So. Fragen soweit? Ja, natürlich. Im Endeffekt ist es diese Zuordnung von den ich kann beliebig viele von diesen Tupels hier anlegen. Das heißt, ich gucke da nicht mehr hin, da wäre ich voll geblendet. Ich habe hier eine Maschine und kann natürlich genauso gut auch sagen, hey, dieser SSH-Key soll nicht den Benutzer Cornelius anmelden dürfen, sondern er soll halt den Benutzer Root anmelden dürfen. So, schwupp, und schon habe ich zwei SSH-Keys, die sich auf der Maschine als Root anmelden dürfen. Ja? Naja, so halt Root. Ja? Also. Nee, Stand heute nicht. Also, aber das ist natürlich, es lebt natürlich davon, dass man irgendwie darüber redet und sich Ideen irgendwie macht und anfängt zu versuchen, das Ding zu nutzen. Das Privacy Idea ist halt im Prinzip als Open-Source-Projekt angesetzt, mit dem Wunsch halt, dass es auch verwendet wird und dass halt auch irgendwo entsprechendes Feedback irgendwo zurückkommt. Und das ist natürlich interessant. Ich verstehe, wenn die Szenarien irgendwo größer oder komplexer werden, dass es dann natürlich zusätzliche irgendwie Anforderungen irgendwo gibt, aber
das muss man einfach sehen und einsammeln und schauen, wie sowas dann am sinnvollsten irgendwie umzusetzen ist. Ja? Nein. Ich brauche im Prinzip pro Server eine Zuordnung. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier mal den SSH... Genau, hier kann ich zum Beispiel den einer neuen Maschine, zuordnen. Ja? Dann kann ich sagen, hier die Maschine, zack, Applikation SSH, User root, so, zack, hinter. Und dann sage ich, okay, die nächste Maschine ist, was habe ich noch für Maschinen? Dann sage ich hier, zack, diese Maschine, Applikation SSH, SSH, User root, zack, zu. Und dann kann ich halt mit diesem SSH-Keys diese ganzen Maschinen, mich auf diesen ganzen Maschinen einloggen. Wem das zu doof ist, diese Geklickerei? Es gibt ja, es soll ja Leute geben, die fast genauso ungern klicken, wie ich scrolle. Und insofern, das Ganze, ich habe natürlich auch eine vernünftige REST-API dafür. Und dann kann ich auch sagen, hey, ich lege mir irgendwie ein Skript an, was halt über die REST-API genau diese Pärchen von den Keys und den Maschinen irgendwie erzeugt. Ja. Also wenn ich HTTPS konfiguriere, dann ist es HTTPS. Und wenn ich ein ordentliches Zertifikat habe, dann wird auch das Zertifikat überprüft. Das Ganze befindet sich hier in so einer... das Ganze befindet sich im Prinzip in der Konfigurationsdatei. Danke. Befindet sich in der Konfigurationsdatei, wo ich halt reinschreibe, okay, dort steht mein Server. Den erreiche ich über HTTPS. Ich möchte das Zertifikat nicht überprüfen, muss ich explizit angeben, wenn ich es nicht überprüfen will, aber natürlich sollte man in der produktiven Umgebung das schon überprüfen. Und dann habe ich halt auch noch einen administrativen User, den ich von den Rechten so zurechtschneiden kann, dass der halt genau diese Sachen machen kann. Also weil ich mich natürlich gegenüber dem System authentisieren muss, dass der mir auch bereit ist, diese Informationen auszuliefern. Im Falle von SSH-Keys mag das jetzt nicht so relevant erscheinen, weil SSH-Keys sind Public Keys, die kann ruhig jeder wissen. Aber wie ja gesagt, dieses Konzept gibt ja auch im Prinzip die Möglichkeit für andere Applikationstypen her. Und da ist es natürlich, je nach Applikationstyp, zum Beispiel LUKS, sicherheitsrelevant, was für Informationen zurückkommen. Das heißt, ich will die Information nicht nur vor Veränderungen schützen, was natürlich hier im SSH-Fall interessant ist, sondern ich will eigentlich auch davor schützen, dass die Informationen irgendwie abgehört werden oder dass sich jemand holt, der halt nicht berechtigt ist. Nee. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es irgendwo noch eine... ich habe die Manpage nicht ganz bis zu Ende gelesen, aber den... Parameter, der im Prinzip ist, den dann es noch gibt, den Authorized Keys Command User. Damit kann ich quasi einstellen, mit welchen Benutzerrechten das Skript laufen soll. Aber gecached können Sie meines Wissens nicht werden. Richtig, mir fällt gerade ein, ich muss die Fragen, glaube ich, wiederholen oder so. Wenn das Privacy Idea in dem Szenario nicht erreichbar ist, dann kann ich mich mit dem SSH-Key auch nicht anmelden auf dem System. Das ist vollkommen korrekt. Ja? Ich habe jetzt das Problem, ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz sinngemäß verstanden.
Ja. Ach so, ja, ja, zu jedem, also ob ich da irgendwie, weil ich im Prinzip die Keys nicht erkennen kann, also die, ich bin so schlecht im SSH Public Hexstring lesen, ich kann jedem Token, jedem Authentisierungsobjekt kann ich irgendwie eine Description geben, die ich auch manuell setzen kann. Wenn ich den SSH-Key importiere, das hatte man gerade eben gesehen, wenn man es wusste, dass man es sehen kann, wenn ich den SSH-Key importiere, nimmt er auch automatisch den Comment, der hinten im SSH-Key dranhängt und setzt den erstmal als Beschreibung von diesem Token. Das kann ich aber auch manuell anpassen. Das heißt, das kann ich mir merken, das ist der SSH-Key vom Müller, dem alten Sack oder so, ja, oder was auch immer. Oder ich schreibe hier in einem Monat nochmal überprüfen, ob der nicht seinen Key verschludert hat oder so. Ja. Ja? Wie, eine Seriennummer? Ich meine, sie tauchte auf. Wenn sie nicht auftaucht, dann muss man es halt reinbauen. Ist jetzt auch kein Voodoo. Also das ist, die Oberfläche ist halt mit AngularJS gebaut. Das ist eigentlich ziemlich schnell, da irgendwie was anzupassen, wenn man das anpassen möchte. Okay. Diese kurze Andeutung hier, wann sollen die Leute hier den Raum verlassen? In 3 Minuten. Natürlich soll keiner den Raum verlassen, es geht ja weiter mit dem nächsten. Ach so, Entschuldigung, nein. Oh, auf keinen Fall den Raum verlassen. Danach kommt ein total spannender Vortrag. Also alle hier bleiben. Und wenn der letzte spannende Vortrag vorbei ist, dann könnt ihr nochmal hier irgendwie am Stand unten vorbeikommen und alles andere fragen. Ich wollte aber trotzdem nochmal einen Ausblick geben, wo die Reise hingeht. Dieses Bild sagt eigentlich, ihr Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ist schon klar, wo die Reise hingeht? Wer weiß, wo die Reise hingeht? Ja, so. Das ist noch nicht ganz korrekt. Ich gebe noch einen Tipp. Ach, der Tipp unten schon. Die Reise geht hin, irgendwie für 21.05. Termin vormerken, ist das Release von der Version 2.2 geplant. Und da gibt es dann auch noch sogar eine Offline-Authentisierung. Das heißt, dass ich mich mit meinen OTP-Token, dass in diesem Konzept, dass ich Applikationen für meine Maschinen habe, sagen kann, hey, ich bin ein Laptop, Privacy ID, gib mir Informationen, die ich brauche zum Thema Offline. Und das Laptop dann alle Informationen bekommt zum Thema Offline, sodass ich mich mit meinem Laptop im Tunnel oder auf der Insel oder wo auch immer, wenn ich offline bin, mit einem Einmal-Passwort-Token anmelden kann. Ja, und noch später irgendwie ist dann auch nochmal so das Thema Zertifikate irgendwie geplant. Das ist jetzt aber noch nicht irgendwie konkret terminiert. So, das steht nur irgendwie bei den Issues, die sind auf GitHub zu finden. Da stehen Bugs und Wünsche und Ideen, also da kann man sich rumtummeln und einiges hinschreiben. Ja, dort sind weitere Informationen zu finden, auf GitHub, auf der Projektwebseite selber. Ausführliche Dokumentationen finden sich bei Read the Docs. Es gibt ein PPA-Repository auf Launchpad, dass ich das ganze Ding also mit 3 Befehlen auf einem Ubuntu installiert bekomme. Und bei Fragen gibt es auch noch irgendwie so eine komische Google Group. Und damit bin ich eigentlich auch für heute durch. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag.